Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Demon's Souls. So, hier sind wir wieder beim Gegner, der hier hinten an der Mauer steht, der etwas schwierig ist. Wir müssen mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn besiegen soll. Der ist echt hart. Der haut echt hart zu. My Defined, ja. Okay. Aber hier hinten ist ja noch eine Tür, wo dieser blaue Wächter vorstand. Vielleicht machen wir die erstmal auf. Gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Ich weiß nicht, welchen Weg man hier als erstes gehen soll. Keine Ahnung, ist auch egal. Wir gehen jetzt auch mal diesen hier. Gucken, ob wenn wir da reinkommen, ich weiß es gar nicht. Ja. Zumindest kann man hier runtergehen. Hört auf jeden Fall Geräusche. Was genau, weiß man noch nicht. Da ist irgendwo ein Gegner da hinten drin. Lass mal da hingehen. Okay, er ist ein Brandmeister, was? Oh. Eigentlich wollte ich mich noch schützen, aber das war zu spät. Okay, was steht hier? Vorsicht, Gegner weiter vorne. Super Tipp, sag ich mal. Was hat er? Vorsicht, Gegner. Ah, der will auch. Okay. Okay. Oh, hat Glück gehabt. Okay, der kam aus dem. Er kam da aus der Linksseite rausgeschossen, der Assi. Was für ein Frechdachs. Was für ein Frechdachs. Gut. Da kann man sich durchkämpfen oder was kann man da machen? Mir bricht das Herz. Wer ist er? Seid mir gegrüßt. Ah, okay. Wollt ihr meine Waren anschauen? Ich liebe Waren. Vieles gestohlen. Aber wen kümmert's, ha? Puh. Stell entlang mir. Okay. Dein Langschwert. Viel mehr Schaden als meins macht's. War schon? Ist die Frage, was wir haben wollen. Wollen wir so ein Schwert haben für 1500 Seelen oder so eine Keule, so ein Kurzschwert, eine leichte Armbrust, Holzschild. Eine leichte Armbrust wäre auch nicht schlecht für irgendwas abballern, ne? Kann ich auch einen Vergleich sehen? Okay. Ah, okay, so kann man es sehen, okay. Seine Robustheit verdankt er seiner Einfachheit. Na gut. Ja, ist die Frage, kauft man da was? Ich weiß, ich kenne mich da nicht aus. Also ist natürlich ganz geil, wenn man ein bisschen mehr Schaden macht. Aber wir haben ja auch genug Seelen, um unsere Keule nachher hoch zu pushen. Gibt es da irgendwas Besonderes, was man braucht? Ist das echt nicht? Die Armbrust ist schon irgendwie witzig, ne? Nur zu. Lasst euch Zeit. Ich gehe hier nicht weg. Warum steht da mir Bericht, dass... Keine Ahnung, was das soll. Also, ich will einmal. Ich muss einmal. Was soll ich? Ob stolzer Ritter oder armer Bauer, die Dämonen stahlen ihre Seelen, egal welchen Standes sie waren, und stürzten sie alle in den Wahnsinn. Und jene, die ihre Menschlichkeit verteidigten, wurden gejagt. Dies ist das Ende von Boletaria, wie wir es kennen. Was soll's?
Wenigstens schicken die Dämonen uns nicht in tödliche Schlachten. Guck mal, könnte ich jetzt kaufen, aber die Frage, ne? Macht vielleicht so eine Armbrust mehr Sinn? Wenn man auf jemanden schießen kann oder so? Ich weiß es nicht. Na gut, wir wissen ja, wo er ist. Vielleicht können wir nochmal zum Hingehen. Lasst euch Zeit. So. Lauf einfach durch. Und da kann ich runterfallen wahrscheinlich. Ja? Das sagt er, meint er mit Lauf einfach durch. Passiert da irgendwas? Okay. Okay. Gut, gut. Gut, dass ich nicht einfach durchgelaufen bin. Super Tipps hier. Lauf einfach durch. Ach, guck mal. Und zwei Leute, die auf mich schießen wollen. Natürlich super. Dann gehen wir lieber hier runter. Da kann man nicht längs, okay. Oh! Guckt man einmal nach links, dann sieht man das nicht, was da ist für einer. Oh, warte. Okay, ein paar Seelen. Hol mich hier raus. Okay. Ah, das ist natürlich fies. Da ist der Typ. Na komm her. Alter, halt dich! Der Affe! Na warte. Geheilt wird hier nicht. Geheilt wird hier nicht. Also nur den Lockvogel oben, wollte ich gerade sagen, den blöden Bogenheini noch platt machen. Er lebt noch da unten, ne? Lebt er tatsächlich noch? Ich glaube schon, ne? Ja, steht er noch. Mal trotzdem mal platt. Ah, kann ich sagen, dass er noch überlebt da, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Okay. Da geht es irgendwo rein. Und hier geht es nirgendwo hin. Also lieber irgendwo rein. Oder kann man da hinten auch noch weitergehen da? Warte mal. Ich gehe da gleich rein, aber ich wollte gucken, ging es da unten noch weiter, da rechts? Habe ich das falsch gesehen? Eieiei. Ich muss schon niesen hier. Da geht es doch irgendwie. Da geht es noch weiter runter, guck mal. Oh, da sind ein paar. Da kann einer hier hochkommen zu mir. Ein nach dem anderen.
Ich lock die mal lieber hier an. Nie zu gierig sein. Eins der Zeit, ne? Was steht da? Hüte dich vor feines Distanzangriffe, okay. Ah, komm, ich geh jetzt rein, warte mal. Schätze erwartet dich voraus, okay. Oh nein, ich wollte... Eigentlich gerade gegenlenken bei dem, aber naja. Nur der blaue Heini da hinten? Was heißt nur? Noch mehr Gegner versteckt da? Na, er kommt auf mich zu, okay. Lobby, da ist er weg. So. Da geht's auch wieder irgendwo hin. Ist die Frage, wo man rausgeht. Gehen wir jetzt hier raus? Ist er der Einzige da? Zumindest hier der Einzige, ne? Da kommt noch einer. Die beste Option ist Terpentin. Okay. Ja, der ist da. Okay. Oh. Alter, das Ding ist geil. Mit Terpentin würde ich mal behaupten. Gut zu wissen, so könnte man den Typen oben ja auch besiegen. Oh, das war natürlich behindert von mir. Okay. Aber das ist natürlich eine Option, das so zu machen. Dreckling-Schild. Scharfsteinschärfe. Oh, wir haben Hartsteinschärfe. Damit können wir doch unsere Sachen da, unsere Schwerter, wollte ich gerade sagen. Unseren Kram da stärker machen. Unsere Keule. Gut. Guck ich dann zu dem. Okay, da muss ich einmal außen rum rennen. Schade. Na komm schon, okay. Oh. Oh. Das war nicht so gut. Keine Ahnung, wo wir sind. Ich möchte eigentlich auch nicht sterben, weil wir schon wieder arschviel machen müssen.
Okay, gibt's nichts drin? Kann man auch nur da rausgehen? Ja, okay. Ich bin gefangen, sagt er da oben. Ich würde dir ja gerne helfen. Na, kommt her, ihr Affen. Hilft ihr uns? Bei irgendwas? Okay, reden wir mit ihr. Meinen Dank für eure mutige Rettung. Oh, keine Ursache. Ich bin Ostrava von Boletaria. Nehmt dies als ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Was denn? Messingteleskop. Okay. Verabschiede ich mich. Es gibt etwas, das ich tun muss. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Hier konnten wir nirgendwo hin, oder? Hier war alles abgegrast. Da oben liegt aber eine Leiche. Also theoretisch kann man da irgendwie hochkommen. Aber wie? Ah, kann man da oben runter. Okay. Ja, das ist ja schön, dass die sich verabschiedet. Oder sie, es. Keine Ahnung, was es war. Hier waren wir schon. Wo geht sie denn hin? Wie weit ich auch vorstoße, überall sind nur Seelenlos. Ja, wie bei. Okay, hier geht's nicht weiter. Gut, lassen wir ihn noch weiterlaufen. Oder sie. Hier geht's weiter. Nee, oh, hier liegt noch jemand. Oh, das haben wir gar nicht gesehen. Gut, dass wir eingesammelt haben. Haben wir vorhin gar nicht gesehen. Haben wir übersehen sogar. Okay. Gut, da waren wir jetzt. Hier rüber springen können wir nicht, ne? Doch. Ach, ich kann auch hier raufspringen? Bringt mir aber gar nichts, oder? Hier auf den Dächern rumzulaufen macht irgendwie nicht so wenig Sinn. Na gut. Nun gut, nun gut. Schön den Weg nochmal laufen. Natürlich auch ein bisschen blöd. Ach ja. Gut, dass wir ihr geholfen haben, aber irgendwie muss ich überlegen, wo ich jetzt hin soll. Ein Weg voraus, okay. Gut, aber wir sind ja unten längs, also können wir jetzt da oben weitergehen. Durch diesen Nebel durch, ne? Also ist die einzige Option ist doch, das hier durchzugehen jetzt, oder nicht? Na gut. Ich habe Angst, dass hier. Ich habe immer Angst, wenn ich durch den Nebel gehe, dass da gleich ein fetter Boss steht und man weiß nicht mehr, was machen soll. Versuche es mit Standardangriff, okay. Da sind Kugeln. Der Schwachpunkt des nächsten Gegners ist hinter dir. Ah. Oh nein, das war ja dumm. Oh, das war ja richtig dumm. Okay, das mit dem Stein war natürlich clever, aber ich hätte das auch anders. Ich hätte das auch anders machen können, das war wirklich dumm. Aber danke für den Tipp, der war ganz gut. Aber trotzdem, wie dumm von mir. Ja, kann ich aber machen, okay. Aber es waren ja mal arsch viele Gegner. Und die brauchen wir alle nicht besiegen. Ist natürlich auch ganz cool. Vorsicht, Drachen weiter. Was? Drachen?
Oh, also gegen Drachen können wir, glaube ich, noch nicht kämpfen. Dafür sind wir, glaube ich, zu schwächlich, oder? Hier ist nicht sicher, okay. Okay, da sehe ich das. Oh nein, 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 nein. Ach, fuck. Okay, jetzt müssen wir mal kämpfen. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Waffe ist auch schon ein bisschen demoliert, wie man sieht. Muss auf jeden Fall heilen das nächste Mal. Oder heilen, reparieren lassen. Okay, man kann geradeaus gehen, man kann hier links gehen. Was machen wir? Gehen wir hier hoch und gucken, was da oben ist. Gucken, was er jetzt schreibt. Auf 3. Okay. Mando, dämlicher Affe. Ach, guck mal, wieder ein paar. Oh, ich höre da schon einen Drachen oder sowas. Was macht er denn? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Ich dachte, er macht die platt. Schade. Da hinten fliegt er. Was macht er denn? Ich höre ihn nur, dieses wuchtige Schwingen. Da kommt er. Okay. Da hätte man weglaufen sollen, so wie ich jetzt. Und schnell was trinken. Alter Schwede. Ich meine, er hat die alle gekillt, was natürlich gut ist. Aber da kommen wir nicht mehr durch. Da ist nur Feuer. Okay. Einfach für ein fetter Drache da. Das sind zwei Drachen, Alter. Ich kann nicht da runtergehen mit Drachen kämpfen. Schau dir links an. Schau dir links an? Was soll ich mir links anschauen? Darf ich hier runtergehen? Schätze erwartet dich voraus, ja. Und der Tod. Der Tod erwartet mich auch voraus, würde ich behaupten. Was machen wir denn jetzt hier? Gehen wir da runter zu den Dingern? Sind wir schon gleich tot, oder nicht? Warte mal, ich gehe mal wieder hoch. Wenn die da sitzen, wenn er jetzt da sitzt, kann ich da hinten nicht jetzt längs, oder meinst du? Er meint ja, der rennt da gleich wieder hin. Vielleicht kann ich jetzt da durch. Guck mal. Können wir jetzt ja darüber rennen. Über die Brücke. Vielleicht auch nicht.
Doch, da kommt wieder. Shit. Na, ist er weg. Macht er, muss man da rüber denn überhaupt? Man muss ja gar nicht da rüber. Aber der killt mich ja, wenn ich da jetzt. Alter! Der macht dann ja komplett platt da. Er sieht schon geil aus, der Drache, aber was kann man da machen? Okay, er macht es die ganze Zeit. Also wir kommen da nicht rüber, das ist, glaube ich, unschaffbar. Obwohl, jetzt ist er weg. Nee, der kommt immer wieder. Oder? Man weiß es nicht, ne? Nee. Okay. Gut, dann laufen wir jetzt in die Richtung. Und vielleicht haben wir Glück und jetzt ist der Drache nicht mehr da. Und wir können jetzt da runtergehen. Kann man da gar nicht hochgehen, kann doch keiner einreden. Ich möchte einfach nur nicht sterben jetzt hier. Wo gehen wir längs? Hier unten längs oder oben längs? Okay. Da können wir nicht längs, vielleicht können wir hier unten längs gehen. Vermögen. Glückwunsch, ah, danke. Wie kommen wir jetzt zurück, ist die Frage. Okay, der würde uns killen hier, wenn wir oben längs gehen. Deswegen können wir oben gar nicht längs gehen. Aber hier können wir längs gehen. So, wo müssen wir jetzt hin, ist die Frage. Wo müssen wir denn jetzt hin? Das war doch jetzt der einzige Weg hier, oder bin ich verkehrt? War da noch ein anderer Weg? Hier nochmal hier links. Und damit haben wir die ja platt gemacht. Aber hier gab es keinen anderen Weg. Nee, hier gab es keinen anderen Weg. Wir müssen da irgendwie durch. Okay, wir können einfach durchlaufen. Kommen wir nochmal zurück. Da kommt er. Okay, da kommt er. Kommt er zu uns geflogen jetzt hier? Ja. Oh, lauf! Okay, gut, dass wir weggelaufen sind.
hört sich so wuchtig an. Der Drache, ey. Das ist der Hammer. Fliegt der jetzt weg? Was haben wir alles? Und zurück! So, gehen wir hier rein. Okay, okay. Hier ist irgendwie ein Schalter. Nee, wir hebeln den Hebel. Den hebeln wir mal. Okay, ist irgendwas in Gang gesetzt. Was Großes. Ein Tor. Welches Tor ist denn das? Beziehungsweise, wo war das Tor? Da ist doch irgendwas drin. Okay. Gut, wir gehen jetzt noch hier weiter. Hüte dich vor Feindes Hinterhalte. Okay. Na, guck mal. Gut, dass die mal Bescheid sagen. Schätze im Wert voraus. Ah, okay. Da oben liegt was. Serpentin, perfekt. Hier geht's auch noch weiter. Okay, komm raus hier. Oh Mist. Oh Mist. Oh, wir müssen aufpassen. Oh. Rein hier. Oh. Eines hops. Oh. Hey. Ich darf um jede Ecke muss man sich kümmern hier, ne? Okay, da ist noch einer. Das mögt ja nicht so, ne? Nicht so richtig fett zuhau. Okay, ich glaube nochmal diese Hyopies. Geh mal runter, wir kommen einer ja zu mir. Ja, okay. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Viech? Oh, der haut aber hart zu. Ich kann bestimmt auch durch einen Trick irgendwie. Okay, jetzt aber.
Komisches Teil. Was war das für ein komisches Teil, ey? Vorsicht, Gegner weiter vorne. Ich weiß nicht, auf der anderen Seite, okay. Dann noch so ein Viech. Okay, von der Seite ist es nicht einfacher. Gut. Noch so ein Flieg ist der. Okay. Da liegt noch jemand. Halbmondgras. Mal aufmachen hier. Ach, das ist die andere Seite, wo wir von der anderen Seite reinkommen, ne? Denke ich mal. Gib nicht auf. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Bereiche freigemacht. Was sehr gut ist. Aber jetzt ist das Tor aufgegangen hier, ne? Geh nicht ohne Feuer weiter. Okay. Hier, das Ding hat er hier rausgejagt. Jetzt können wir natürlich direkt dahin gehen. Jetzt ist die Frage, ob wir das machen oder ob wir... Da hinten können wir da nicht auch. Wir haben das ja jetzt alles. Können wir da nicht jetzt auch zurückkommen zum. Also über das Teil. Können wir da auch zurückkommen zum anderen Bereich? Oder nicht? Dass ich da nochmal meine Sachwaffen jetzt verstärken kann? Kann ich das hier drüber? Wenn ich berühre, kommen die Gegner zurück, das ist klar. Aber konnte ich hiermit auch mich teleportieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, dann gehen wir rein. Wir können dann nichts verlieren außer unser Leben. So, wir machen auf jeden Fall Terpentin auf unsere Waffe, weil die sagen ja, Feuer ist super. Dann wollen wir auch Feuer haben. So. Und Halbmondgras. Okay. Viel Spaß. Palla. Ach, das sind die gleichen Gegner, die wir gerade besiegt haben. Okay. Okay, okay, okay. Das ist natürlich schlecht. Das sind natürlich arsch viele von diesen. Oh. Oh. Wo steht hier? Ich stehe hier irgendwo im Weg. Irgendwas steht hier im Weg. Okay. Ja. Oh nein, weg hier, 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 Tor! Das war ja ärgerlich. Okay, okay, aber wir haben ja die Tür geöffnet, das heißt, wir können da direkt reinkommen. Okay, das war ärgerlich, gebe ich zu. Aber wir kriegen es, glaube ich, man kann es schaffen. Muss man ja irgendwie, ne?
einmal das Haus. Mist. Ja. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie ich die Abwehr kann, aber scheint nicht so gut. Okay, Brandbomben sind vielleicht auch nicht verkehrt gegen den gleich. So. Wir haben Terpentin gleich auf unserer Waffe und dann schreiten wir den Nebel. Also unsere Sachen, die brauchen wir auf jeden Fall wieder. Ich muss die ein bisschen hier rüber locken, damit ich meine Sachen bekomme gleich. Unsere Sachen aber wieder. Oh. Weg, weg, weg. Ah, der ist aber auch behäbig, oder? Die ganzen Kleinen ja auch killen? Wahrscheinlich, ne? Oh oh. Oh oh, hier ist doof. Nein, 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 nein! Sterben wollte ich noch nicht. Brandbomben habe ich leider nicht. Los, ey, wie viele sind denn das? Oh, wenn er erstmal einen trifft, dann trifft er richtig, ne? So. Ah.
Okay. Schon wieder gleich aus, mein Feuer. Aber egal. Okay. Ich habe ja noch ein bisschen Terpentin. Mann, Mann, Mann. Kommen eigentlich immer wieder mehr oder kill ich die wirklich alle? Ich habe noch kein Leben von der Phalanx weggemacht, nur so nebenbei, ne? Also ich kill gerade nur die außen rum. Okay, ich muss mal ein bisschen Feuer machen, glaube ich. So, jetzt müssen wir mal kurz hier um die rumdrehen nochmal. Und die letzten auch nochmal killen hier. Oh, gar keine Energie mehr hier. Weg. Oh, ich muss Leben nehmen gerade für meinen. Gar kein Leben mehr. Hier rüber, hier rüber. So, ich hab noch ein bisschen Feuer geholt. Da stehen alle davor, ne?
Und die beiden müssen auch noch von hinten killen wahrscheinlich. Okay, okay. Wir nähern uns, wir nähern uns. Oh, muss aufpassen. Muss ein bisschen aufpassen hier. Ah, guck mal, hier ist noch einer. Den machen wir nochmal platt hier, damit wir ihn schnell irgendwie rumdrehen können. Oh oh. Okay. Okay, ich glaube, wir haben ihn gleich. Ich glaube, das war's. Und er ist der Boss. Ich glaube, das war wahrscheinlich einer der einfachsten Bosse hier im Spiel, behaupte ich mal. Gefordert hat er einen ja nicht, da muss man nur eigentlich mal aufpassen. Das war natürlich gar nicht so schlecht. So, gemeinsam hier. Scharf, Steinscherbe. Lass uns mal ein bisschen rumgucken hier. Nicht, dass wir da irgendwas übersehen, bevor wir uns da rausbeamen. Hier geht's einfach weiter. Es gibt hier aber sonst nichts, ne? Nö. Gut, dann lass mal gucken, was hier ist. Willkommen im Finsternis. Du bist gefürchtet. So. Pfad des Herrschers. Ah, wir können zum Nexus. Wir gehen zum Nexus zurück. Hätten wir gerade eben wahrscheinlich auch gekonnt, habe ich aber gar nicht gesehen. So. Zumindest können wir unsere Waffen jetzt mal ein bisschen verstärken. Willkommen zurück. Hallo. Der Gewaltige erwartet euch oben. Gewaltige? Wo müssen wir denn hin? Ganz nach oben? Wie das Ding vibriert in meinen Händen hier. Das glaubt ihr gar nicht. Ziemlich cool gemacht. Also nicht, dass es vibriert. Das macht es natürlich woanders bei den Konsolen auch. Aber wie es wird euch den Nexus erklären. Okay. Willkommen wieder. Gut. Aber vielleicht können wir ja einmal kurz mit ihm hier reden. Obwohl, warte mal, wir reden erstmal mit den Gewaltigen, bevor wir... Nur dafür hier hochgehen? Warte. Und noch ein höher. Der Gewaltige wohnt nämlich nicht nur unten, der wohnt ganz oben. Weil er ja gewaltig ist. Gras erwartet dich voraus. Geil, Gras. Schön was rauchen. War der Gewaltige hier oben? Willkommen. Okay. Na gut. Aber was? Was will er mir denn erklären hier, wenn ich gar nicht höher komme? Ach, da geht's höher, okay. Da hatte ich ja irgendwas übersehen. Wo ist er, der Gewaltige?
Der Baum muss da ganz oben sein. Das ist nicht ein bisschen... Naja. Wo soll ich da hin? Ich weiß es ja nicht. Halt auch schon nach Leichnam. Okay. Mhm. Ah, da ist ein Leichnam, okay. Wie soll ich wahrscheinlich auch nicht hin, oder was? Also irgendwie habe ich mich verlaufen. Also ich glaube nicht, dass wir hier in dieses Pantheon rein sollten. Mal wieder raus. Aber wo ist denn der Gewaltige? Danke fürs Lesen, ja. Spaß. Zeit für Rollen. Okay. Hä? Wir warten schon lange auf euch, Dämonentöter. Ich bin einer der Gewaltigen. Okay. Wir erhalten das Realitätsgefüge. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Gerne doch. Einst suchte auch uns eine Dämonenplage heim. Oh. Abgestürzt wieder? Nein. In grauer Vorzeit war die Welt unter einer gütigen Herrschaft durch die Seelenkünste vereint. Bis durch die Gier nach Macht das Uralte erweckt wurde. Über das Land legte sich ein farbloser, dichter Nebel und die Welt war durch die Dämonen von der Auslöschung bedroht. Glücklicherweise konnten wir das Uralte wieder in Schlaf versetzen. Doch erst nach dem Verlust unzähliger Seelen und dem Großteil der Welt, verloren, verschlungen vom Nebel. Um das Gefüge des noch verbliebenen Landes zu vereinen, haben wir 6 Anführern 6 wertvolle Keilsteine anvertraut. Okay. Einen dem König eines kleinen, aber tüchtigen Landes. Einen dem König der unterirdischen Höhlen. Einen der weisen Königin des großen Elfenbeinturms. Einen dem Häuptling der Verlorenen und Schicksalsgeplagten. Einen dem Schamanen des sturmverehrenden Schattenvolks. Und den letzten, den mächtigen Riesen der nördlichen Lande. Die Keilsteine wurden in den verbliebenen Randgebieten platziert. Wir sperrten das Uralte hier unter dem Nexus ein und verboten die Seelenkünste. Schließlich wurden wir die Gewaltigen, halblebendige Wächter des Realitätsgefüges. Doch leider sind die anderen Gewaltigen nicht mehr und nur ich verbleibe. Okay. Jetzt wurden die Gewaltigen, okay. Kann man nicht mehr mit ihm reden, oder? Jetzt seid ihr dran. Okay. Was soll ich tun? Ihr müsst das Uralte wieder in Schlaf versetzen und für alle Ewigkeit einsperren. Wenn nicht,
wird der dichte Nebel alles Bekannte verschlingen. Das ist ja schlecht. Seid ihr stark genug, diese Bürde zu tragen? Auf jeden. Ja. Wir haben großes Glück, euch zu haben. Jetzt zieht los und vernichtet jeden einzelnen Dämonen. Das Uralte wird ohne Dämonen, die ihn mit Seelen nähren, einen neuen Diener suchen und euch zu sich locken. Okay. Gehen wir runter. Sind nur ein paar von denen da. Oh, da liegt was. Okay, dann gehen wir mal runter zum Händler da. Wir wollen mal eine Waffe stärker machen. Ich müsste eigentlich die Materialien haben dafür. Deswegen. Wird schon wieder irgendwie falsch gelaufen, oder was? Okay, das sind aber auch Gewaltmärsche hier im Nexus, ey. Gar nicht mal. Ja, oder? Wir können schon weit laufen hier. Einen Schrittzähler bräuchte ich. Okay. Was ist denn jetzt zum Beispiel, was wir machen sollen? Wir können mit Ihnen mal reden hier. Habt ihr den letzten der Gewaltigen getroffen? Ja. Diese Narren holten das Uralte einfach zurück. Und dann sperrten sie uns hier im Nexus ein. Ein verzweifelter Versuch, ihren Fehler zu korrigieren. Alles eine große Farce, wenn ihr mich fragt. Dich fragt aber keiner. Tapfere Seele, die vor dem Tod nicht zurückschreckt. Bitte. Versetzt das Uralte wieder in ewigen Schlaf. Mach ich. Okay. So, die schwarze Jungfrau manipuliert Seelen mit übermenschlichen Können. Diese Macht erlaubt ihr, jenen zu helfen, die Dämonen töten. Oh, guten Tag. Ich kann euch Waffen schmieden. Ja, erstmal reparierst du mir den Scheiß. Für 1000 irgendwas. Jo. Und dann brauchst du eine Waffe aufwerten. Und zwar müsstest du eigentlich... Wo dieses Bastardschwert? Kann ich das auch schwingen? Mein Streitkolben wiegt 2,5. Bastardschwert 5. Hat aber 95. Wir machen erstmal unseren... 80. Was bedeutet das eigentlich alles da? Streitkolben plus 1. Können wir nochmal machen? Wir brauchen 4, wir haben nur 2. Okay, das geht nicht. Gut. Unser Dreieckschild. Wir benutzen 3, um das Schwert zu machen. Okay. Wir könnten ja vielleicht ein anderes Schild benutzen. Das Ritterschild stattdessen. Viel konnte ich jetzt nicht machen bei ihm, ne? Verkaufen kann man wahrscheinlich nichts bei ihm. Bleib bloß am Leben. Gehen wir zu dem hier hin. Ich nehme gerne etwas von eurer Last. So, dann gucken wir, was wir da reinpacken können, und zwar...
Okay, packen wir auch da rein erstmal. Das Teil erstmal behalten wir. Mal gucken, was der Ring kann überhaupt. Keine Sorge. Euer Eigentum ist bei mir sicher. Ich kann auch einen Ring tragen, ne? Okay. Da haben wir noch nichts von. Natürlich schade. Okay, das lassen wir so. Ich habe nicht so viele Seelen, die darf man auch nicht verlieren. Wo wollt ihr hin? Ich kann euch Waffen schmieden. Kann ich irgendwas sagen? Falls ihr es nicht wisst, es gibt noch einen Schmied. Ein exzentrischer alter Kauz, aber sehr kompetent. Der einzige bei Verstand in einer Stadt voller Seelenloser. Falls ihr ihn trefft, nein, schon gut. Dieser sture Tu-nicht-gut jagt euch sicher fort. Schade. Ein paar Materialien müssen wir noch finden. Kein Interesse, ne? Naja. Ein bisschen umschauen müssen wir uns ja erstmal. Opfer da bringen? Nein. 25.000 Seelen habe ich leider nicht. Ich weiß auch nicht, was das bringt. Ich das nachher gar nichts bringt, wenn man einfach nur die Seelen geopfert hat. Halt auch schon nach Schätzen. Ja, wer bist du denn? Was wollt ihr, Rohling? Ich brauche keine Hohlbirnen wie euch. Hinfort mit euch. Nö. Schlagen. Was tut ihr denn? Okay, man kann den wirklich schlagen, wollte ich hier gar nicht. Also, ist vielleicht nicht Sinn. Vielleicht sollte man den nicht, wenn ich den umbringe, weiß ich auch nicht, was passiert. Umbaza. Naja, ich wollte nur gucken, was du kannst. Okay, was gibt's denn noch hier so? Also, der will nicht mit mir reden. Das heißt, es gibt auch noch andere Leute, die hier sind, die vielleicht mit mir reden wollen. Da, er hier vielleicht. Oh je, wie ist das passiert? Hat Gott uns verlassen, weil König Erland ihm keinen Respekt gezollt hat? Oh, Umbaza. Wasser. Ah, ihr gehört sicher auch zu den Jüngern Gottes. Auch ich bin auf einer Mission, die Dämonen im Namen des Herrn zu bekämpfen. Darf ich Gottes Macht mit euch teilen? Seid nicht schüchtern. Wir sind beide aus demselben Holz. Wunder erlernen, Wunder merken. Gewährt Tarnung vor schwarzen Phantomen. Refugium schickt den wirkenden Nexus zurück. Gegenmittel heilt Gifte. Ach Quatsch, kannst du unsichtbar machen? Ist die Frage, ob man sowas braucht. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen damit. Ich habe gesündigt. Ich schwor Sankt Urbain die Treue, war aber nutzlos für ihn. Und jetzt bin ich einfach weggerannt und habe seine Erhabenheit verlassen. Gut. Können wir hier weitergehen und können wir jetzt alle Keilsteine benutzen? Schmiedeareal. Na gut, aber ich würde sagen, wir machen erstmal das hier fertig, oder? Und zwar Pfad des Herrschers.
Wir mal hin. Mal sehen, wie es aussieht. Bin ein bisschen gespannt. Wow. Ach, okay, wir landen wieder da, wo. Okay. Wir gehen einfach mal geradeaus weiter. Voll Angst. Zwei sogar. Oh, da ist noch einer, da ist noch einer. Okay, machen wir einfach den Platz hier. Okay, da brauchen wir nicht. Müssen wir von hinten gehen. Das dauert zu lange da. Tatsächlich nichts. Nichts. Rein gar nichts. Da oben liegt nur noch einer. Da komme ich rüber. Hier geht es noch längs. Ja, da unten längs. Da liegt ja noch einer. Ich kann einfach die Sachen einsammeln. Gleich dort drüben ist nun das Jagdgebiet der Drachen. Machen wir. Okay. So ein Spaß, die Drache. So ein blöder Drache. Was sagt er denn hier? Hier ist es sicher. Okay. Wie sicher ist es denn hier? Also mal schnell laufen hier.
Okay, gehen wir hier rein. Noch hochgehen, was ist denn hier? Da ist ein Typ mit der Lanze. Okay. Dankeschön dafür. Dann gehen wir mal runter. Müssen wir schon irgendwas essen hier. Können wir noch eine Etage tiefer gehen? Machen wir mal. Ich gehe mal hier durch erstmal. Was steht denn da? Geh hier oben und geh zu dieser Weg. Da steht auch einer hier um die Ecke. Okay. Steht Zeit für verletzt werden, okay. Okay. Okay, okay. Ring der Blutungsresistenz. Das klingt natürlich ganz fein. Warte, wie weit wir noch reinkommen hier? Irgendwo muss es ja weitergehen hier. Oder uns hinbringen. Da ist noch so ein... Ah, ist der von der anderen Seite jetzt, ne? Vielen Dank. Zum zweiten Mal. Ja, ich helfe gern. Nun muss ich weiter. Hier ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Bitte nehmt das an. Dunkelmondgras, okay. Wie ist das aus? Kyra ist des blauäugigen Ritters. Das müssen wir mal angucken. Hm. Sieht ein bisschen mehr, sieht ein bisschen edler aus. Aber im Endeffekt hat sie die gleichen Stats wie mein anderes, ne? Sogar ein Tickchen schlechter. Na egal. So, jetzt haben wir schon zum zweiten Mal gerettet, den kleinen Mann. Immerhin bekommen wir was von ihm, das ist schon mal ganz gut. Da kann man nicht durchhauen. Da kann man den Drachen sehen, wie der immer noch wild um sich faucht mit seinem Feuer. So, wir haben schon wieder eine echt lange Folge hier. Eine Stunde 20, das ist natürlich echt... extrem lang. Wir gehen nochmal kurz hier durch, gucken mal, wo wir hinkommen. Und dann machen wir gleich ein Päuschen. Ah, da steht schon wieder einer. Versuche es mit Rollen. Ach, ich traue mich da nicht runter, sonst bin ich bescheuert. Seele unbekannten Heldens.
Voraus sind 6 Gegner. Steht Zeit für eine Pause. Der letzte Hund hat mich erwischt. Aber das macht nichts, denn wir wollten ja eh eine Pause machen. Also von daher super. Ja, machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Vielen Dank. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Ihr könnt auch mich auch gerne abonnieren, würde mich freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.